Ein toller kleiner Text macht gerade die Runde. Es ist nicht alles abgesagt. Der Frühling ist nicht abgesagt und die Sonne ist nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abgesagt und Telefonate sind nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt und Fantasie ist nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt und Beten ist nicht abgesagt und Ostern ist nicht abgesagt. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind nicht abgesagt. Und Mitgefühl und Nächstenliebe sind nicht abgesagt. Die wirklich wichtigen Dinge lassen sich nicht absagen. Wir stehen in diesen Tagen vor großen Herausforderungen. Einsamkeit und Krankheit, Armut, Hilfsbedürftigkeit, Ratlosigkeit, Angst, Unsicherheit. Aber Mitgefühl und Nächstenliebe sind nicht abgesagt. Ich erlebe sie zurzeit sogar viel intensiver als je zuvor. Am 15. März starteten wir einen Aufruf. Wir wollten eine Einkaufshotline einrichten für Menschen, die ihr Haus nicht verlassen können oder möchten. Wer hat Lust mitzumachen? Am 18. März hatten wir eine Liste mit 44 Leuten und eine engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterin, die das Projekt so toll durchstylte, dass es für ganz viele Leute funktioniert. Am 19. März fragte mich eine ältere Dame, ob jemand mit ihrem Hund rausgehen könne, weil sie das Haus nicht mehr verlassen möchte. Am 20. März drehte ein Konfirmand seine erste Runde mit der Hündin. Die beiden freunden sich gerade an. Am 21. März baten wir um Lebensmittelspenden für die Gäste unseres Mittagstisches, bei denen die Not gerade am allergrößten ist. Am 23. März standen zahlreiche prall gefüllte Körbe mit Lebensmitteln im Eingang unseres Gemeindehauses. Am selben Tag um 11.15 Uhr rief eine frisch operierte Frau an und bat darum, dass sie jemand zweimal wöchentlich zur Physiotherapie fährt. Um 12.30 Uhr hatte ich 4 liebe Leute, die diesen Dienst übernahmen. Nicht alles ist abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt. Hilfsbereitschaft ist nicht abgesagt. Mitgefühl und Nächstenliebe sind nicht abgesagt. Und Gott hat sich nicht abgesagt. Im Gegenteil, er strahlt und leuchtet durch all diese Taten der Nächstenliebe. Er sitzt an den Hebeln und er bringt Menschen in Bewegung. Bei manchen von uns ist die Lautstärke um uns herum abgesagt. Die Gottesstimme übertönt. Vielerorts und zu manchen Zeiten ist es jetzt ganz ruhig und wir können Gottes leise Stimme hören. Er flüstert uns ins Ohr, das könntest du doch tun. Dafür habe ich dir die passende Gabe geschenkt, dafür wärst du geeignet. In dieser Zeit ist es stiller als sonst und wir hören seine leise Stimme. Ja, diese Zeit ist stark gekennzeichnet durch all die Dinge, die abgesagt sind. Aber sie ist noch stärker gekennzeichnet durch all die Dinge, die sich nicht absagen lassen.